Liebe Brüder und Schwestern, ein auffallend langes Evangelium, das wir soeben gehört haben. Jesus offenbart sich neuerlich am See von Tiberias als der Auferstandene. Er kommt zu seinen Jüngern. Und es ist anfangs irgendwie eine etwas bedrückende Szene. Petrus scheint nicht recht zu wissen, was nun werden soll. Jesus, der Herr, der Meister, wurde gekreuzigt, ist qualvoll am Kreuz gestorben, wurde ins Grab gelegt. Ja, was soll nun werden? Und er geht fischen. Ja, beginnt wieder das, was er kann. Er kehrt sozusagen zu seiner ersten Arbeit, zu seiner ersten Tätigkeit zurück. Aber alle Mühe scheint vergeblich zu sein. Sie fangen nichts in jener Nacht. Und da kommt Jesus, der Auferstandene. Er wartet am Ufer des Sees in der Morgendämmerung. Ja, wenn unsere menschlichen Mühen vergeblich zu sein scheinen, dann ist Jesus da, um uns zu helfen, zu Hilfe zu kommen. Wenn alle Mühe vergeblich scheint, dann kommt der Herr, der Auferstandene, und schenkt sich uns als Speise für das ewige Leben. Er wartet sozusagen am Ufer unseres Lebens. Er wartet darauf, dass auch in uns neu diese Sonne des Heils aufgeht, der neue Tag, dass Jesus auch uns mit seinem Licht erfüllen kann, er, der die wahre Sonne unseres Lebens ist. Er möge in uns immer wieder neu aufgehen, aufleuchten als der auferstandene Herr. Er möge uns stärken und ermutigen, wenn wir meinen, es hat alles keinen Sinn, wenn wir meinen, der Tod hat das letzte Wort und nicht das Leben, wenn wir meinen, die Lüge ist stärker als die Wahrheit, der Hass sei stärker als die Liebe, die Rücksichtslosigkeit triumphiere über alle Gewissenhaftigkeit, ja, dann möge sich der Herr uns offenbaren, möge er uns sein Licht schenken und zu uns sagen, komm, hab Vertrauen. Ja, der Herr möchte in uns neu dieses Vertrauen wecken, dass wir auf sein Wort hören, dass wir auf sein Wort hin neu sozusagen das Netz auswerfen, so wie er es uns sagt, dass wir seiner göttlichen Macht vertrauen, dann werden sich auch unsere leeren Netze füllen, so wie im Evangelium mit diesen 153 Fischen. Der Herr, er sendet seine Apostel neu aus, das Evangelium zu verkünden, zu bezeugen. So sind auch wir als Getaufte, als Gefirmte, ausgesandt vom Herrn, ihn zu bezeugen als den Auferstandenen. Und er stärkt uns mit der wahren Speise. Er gibt sich selber uns hin in diesem Kohlenfeuer, auf dem Brot und Fisch liegt, ein Zeichen dafür, dass der Herr selber da ist, dass er sich selber als Speise hingibt, im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Die Urchristen haben als Erkennungszeichen ja oft diesen Fisch aufgezeichnet, ein Symbol für Christus, dafür, dass sie Christen sind. Jesus ist der Sohn Gottes, der Retter, der Heiland, der Erlöser. So möge der Herr uns stärken, ja mit seinem Brot,
mit seiner Gegenwart, mit seinem Wort, dass er uns erfüllt mit seinem Geist, um ihn zu bezeugen, dass er uns Kraft und Mut schenkt zum Zeugnis, dass, wie der Apostel Petrus sagt, wir mehr auf Gott hören als auf den Menschen. Ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Manchmal sind wir herausgefordert zu dieser Entscheidung. Entscheiden wir uns für Gott, für Jesus, für den Glauben an ihn, oder entscheiden wir uns für das, was Menschen wollen? Möge der Herr uns stärken, uns erleuchten mit seinem Geist, dass wir uns einsetzen für seine Gebote, für das Evangelium, für die Wahrheit, dass wir uns einsetzen dafür, damit das Leben siegt und nicht der Tod. Möge der Herr uns Kraft schenken zum Zeugnis für das Evangelium. Ja, dieser Geist Gottes, dieser Geist der Liebe, er will uns immer wieder neu erfüllen mit seiner göttlichen Kraft, damit wir unsere menschlichen Schwächen überwinden können, damit wir diese unermessliche Liebe Gottes bezeugen, die uns offenbar wird in Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Möge der Geist Gottes uns neu erfüllen, dass wir Jesus nachfolgen und seine Zeugen sein können für unsere Mitmenschen, dass wir Zeugen seines Friedens sein können in dieser Welt, die oft so sehr nach diesem Frieden hungert, die so sehr den Frieden braucht, die so sehr Jesus Christus braucht, den Retter, den Erlöser. Amen.